Volle Überleitung. Ich nehme sie jetzt mit. Hahn im Korb ist ein tolles Stichwort. Es gibt nämlich eine Weihnachtsparty bei Inge Dirks in der Nähe von Oldenburg. Wenn Sie gar nichts vorhaben, wenn Sie vielleicht auch jemanden kennenlernen wollen, da treffen Sie vielleicht den Hahn im Korb Ihres Lebens. 90, 100, 110. 27. Oh, das ist ein Fliegengewicht. Und so ein Fliegengewicht hat freien Eintritt bei Inge Dirks XXL Party. Warum soll ich freiwillig sein, wenn ich 100, über 100? Das ist ja unser Motto, ne? Zeigt die alte Viehwaage mehr als 100 Kilo, kommen stattliche Menschen wie Peter umsonst rein. Inges Tochter Sandra kassiert bei den Dünnen und bei allen Frauen. Denn keine traut sich auf die Waage außer der Gastgeberin. Mir ist das ganz egal, wie viel ich wiege. Je mehr, je besser. 95. So mancher Pfundskerl kam allein und ging zu zweit. Ich habe meine Liebe des Lebens kennengelernt. Ne? Ja, gucken weiter bei dir. Ja, wir haben uns hier kennengelernt. Ne? Und mir gefällt das überhaupt immer hier. Sehr gut. Peter und Silvia sind seit 3 Jahren verheiratet, aber verliebt wie am ersten Tag. Inge hat dabei geholfen, ich wollte erst nicht. Und dann hat sie mir erzählt, wie nett er ist und was er für ein toller Mann ist und wie lange sie ihn kennen und ach, alles Mögliche. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Auf eure Traumhochzeit. Die gute Seele des Hauses ist stets mittendrin, scheint jeden zu kennen. Ihre Mission? Einsame Menschen zusammenbringen und glücklich machen. Und ich habe heute schon wieder 2 Pärchen im Auge, wo ich was suchen muss und wo ich auch schon was im Kopf habe. Verrätst du uns mehr? Nein, noch nicht. Das ist zu sensibel, weil die sind im Geheimen so an mich herangetreten. Und ich habe aber schon geguckt und ich weiß schon. Das mache ich so, dass es keiner merkt. Aber es läuft, es klappt. Ich weiß, dass es klappt. Vor 6 Jahren, als die Hochzeiten weniger wurden, musste Inge sich was überlegen und fing mit ihren Motto-Partys im Ammerland an. Zur 4. XXL-Party sind viele schwergewichtige Gäste von weit her angereist. Wir kennen das gar nicht in Holland so, auf diese Art. Und wie das hier in Deutschland abläuft, das ist sehr gemütlich. Inge ist fröhlich wie immer, auch wenn wegen Glatteis weniger Gäste da sind als sonst. Die 58-Jährige hatte gestern schon eine Veranstaltung und musste durchmachen. Doch für andere da zu sein, gibt ihr Kraft. Wenn man das macht, man nimmt die Zeit, ist das Kostbarste und das hat fast keiner mehr. Und ich nehme mir in all der Arbeit die Zeit für Menschen, die Trost und Hilfe suchen. Und das tut mir sehr gut. Und ihren Gästen umso mehr. Während die XXL-Party langsam ausklingt, überlegt Inge schon, was sie als nächstes auf die Beine stellt. Wahrscheinlich eine Party für lange Menschen.